Der kleine Mr. Toto hatte Glück im Unglück. Als sein Frauchen beschloss, zurück nach Brasilien zu ziehen, überließ sie ihn dem Nachbarn. Dieser war leider drogenabhängig und setzte Mr. Toto kurzerhand in einem Park aus. Einem Park, in dem die Leute gerne mit ihren Hunden spazieren gehen. Und so kam es, dass einige Hundeliebhaber sich direkt seiner annahmen und uns kontaktierten. Mr. Toto kam zu uns auf die Farm und man sah ihm an, dass er sich sichtlich unwohl fühlte. Viel Gebell, viel Unruhe. Die zwei jungen Hunde, mit denen er sich den Raum teilte, mochte er nicht und es war einfach alles zu viel für ihn. So kam es, dass er sich zurückzog und erstmal Zeit alleine verbrachte. Diese Zeit brauchte er, um anzukommen. Mittlerweile sind wir froh, dass er sich akklimatisiert hat und uns die Möglichkeit gibt, seine sanfte Persönlichkeit kennenzulernen. Er ist kaum wiederzuerkennen, wenn er vor Freude rennt, springt, den Ball jagt und mit anderen Hunden spielen möchte. Mr. Toto war eindeutig ein Haushund. Er wird ganz aufgeregt, wenn er die Leine sieht und freut sich über Spaziergänge. Er genießt es, in einem Bett mit einer flauschigen Decke zu schlafen und weiß, was Kekse sind. Es ist so schön zu sehen, wie sein Fell seinen Glanz zurückbekommt und seine Augen wieder lächeln. Die Familie, die Mr. Toto adoptieren wird, kann sich glücklich schätzen, denn im Gegenzug für ein liebevolles Zuhause bekommt sie einen echten Schatz in Hundegestalt.